Hallo Basti, hier für dich die Führung. Mit Gegenverkehr. Also von hier kam ich gerade. Das ist so das Hauptstudio. Mit unter mir Greenscreen. Und dann geht man eine Treppe hoch. Es ist halt noch alles im Aufbau. Ist halt noch nicht alles ausgearbeitet. Dann ist hier das erste, so ein Konferenzraum. Ich drehe nur ein bisschen. Da war gerade der Adobe Premiere Workshop. Dann kommt hier der Schnittraum und auch zum Sound einspielen mit Blick auf das Main Studio. Dann ist hier eine kleine Lounge. Ich habe jetzt den Android-Kanal vor zwei Tagen angelegt. Funktioniert. Ist hier auch nochmal ein kleiner Raum. Da ist gerade jemand am Schneiden. Hier ist auch nochmal so ein Konferenzraum. 10 Fundamente von 10. Wie übersetzt man das? 10 Fundamente der kreativen Strategie. Da hinten hat einer seinen Twitter-Tag hingeschrieben. Hallo. Hallo. Und dann geht's hier rüber weiter zu den einzelnen Sets. Und überall wuselt hier die Presse rum. Morgen ist die offizielle Eröffnung. Und heute ist großer Presseauflauf hier. Hier haben wir einmal das Schlafzimmer-Set. Sogar mit Fernseher an der Wand. Und diesen wunderschönen Fluchtplan daneben. Dadurch kommt man dann in die Bar. Zeige ich dir nochmal von hier. Ganz interessant, dass hier ist der Empfangsbau. Finde ich ganz schön gemacht. Genau, wir lassen Roy einfach mal moderieren. Roy möchte mal reden. Ja, hier sind wir in der Empfang. Hier kommen dann die Gäste rein. Hier sitzen dann die YouTube-Mitarbeiter oder Google-Mitarbeiter. Je nachdem. Und ich finde eigentlich ganz schön. Also, was sagst du zu den Creator-Studios hier in Berlin? Also, ich finde es schön. Kann man viel machen, oder? Ich denke mal, mit der Zeit wird da auch noch einiges ausgebaut weiter. Ja. Ich bin echt gespannt, was auch die Kriterien sind, um sich hier einbuchen zu können. Ja, das ist ja bis jetzt noch ein Clou. Man mangelt jetzt hier, wir wollen jetzt keine offiziellen Zahlen nennen, aber es sind jetzt Zahlen von 1.000 oder 10.000 Abonnenten. Also zumindest in London ist die Grenze 5.000, ja. Das hier wissen wir noch nicht, also das wird noch alles bekannt gegeben. Aber ich finde hier die kleine Bar, also Wohnzimmerbar kann man eigentlich dazu sagen. Ganz geil, wenn man jetzt hier Vlogs dreht und alles. Hier sogar Dosen, das ist sogar, nee, ist sogar eine echte. Ich dachte, das ist jetzt gerade eine Kunstdose. Nee, die Getränke, da wo noch was drin ist, die sind echt. Die anderen wurden schon ausgetrunken. Brause Tannenwald, Wostok. Lecker, lecker. So ein abgenutztes Sofa. Das ist echt. Keine Ahnung, woher. Das passt gut ins Setting. Das abgenutzte Sofa, in dir die ganzen Wände beschmiert. Eigentlich würde ich jetzt auch mit Elin so rausholen. Das sollen wir hier ja nicht machen. Wir sollen hier die Räume original lassen. Ja. Original lassen. Gut, hier soll man auch nichts anfassen hier. Ja, anfassen darf man schon. Ja, schon, aber alles wieder so hinstellen, dass es so ist. Krass, wa? Tja, Basti, jetzt weiß ich, wo du demnächst deine Vlogs drehst. Du fliegst immer nach Berlin und buchst dich hier in die Studios ein. Das ist gerade eine exklusive Wunschtour eines Twitter-Followers von mir. Hier kann sogar YouTuber, wenn sie müde sind, nochmal eine Schlafrunde einlegen. Kamera wird dauert ein bisschen schwer. War schon geil, oder? Ja. Einfach jetzt mal so, sich hinzuschmeißen.
Ich bin mal gespannt, wie du... du, das war doch jetzt kein Schmeißen. Du meinst so? Nee, so wie ich gerade. Einfach nach hinten umkippen. Ach, einfach fallen lassen. Einfach fallen lassen. Wir üben jetzt das Bett fängt dich auf. Keine Angst. Ja. Guten Tag, Leute. Oder hier kommen hier zum Beispiel die Kameras. Die kann man ja alle, wenn man hier dreht, ausbauen. Hier, glaube ich, das ist Mark 5 war. Ich glaube Presse. Nee, das ist YouTube Space. Ja? Klebt der drauf. So genau habe ich mir die vorhin gar nicht angeguckt. Nee, soll das Mark 5 sein, das habe ich gehört. Den eingetroffen und so weiter. Ich glaube, hier wollen Leute rein, oder? Ach, wir können ruhig, wir drehen nur Vlogs. Ihr habt Vorrang. Ja, Marien, von dort sind wir jetzt gekommen und jetzt geht's hier weiter. Ach, du machst rückwärts. Ich hab vom Eingang bis hier hoch. Ja, ich hab jetzt so nebenbei mal zwischendurch. Also vom Übergangseingang. Wenn man jetzt Tourist ist, und hier, und wo bin ich jetzt hier? Also, wir sind jetzt Südkreuz, wir sind hier Alt-Tempelhof, hier zwischen Hermannstraße und Tempelhof. Genau. Zwischen. Sind wir da Trinity Space? Genau, und ich wohne. Ich wohne. Hier. Der Plan ist nicht so weit. Nee, ich guck gerade. Da ist der Hauptbahnhof. Ja, wir wollen so viel mal verraten. Da wohne ich. Da ist mein Hostel. Oh. Naturkundemuseum. Oh. Da arbeite ich zurzeit noch. Ja, du aller Berliner. Ich bin nur mal Kölnerin. Wir sitzen gerade im Schnittraum und stalken unsere eigenen Kanäle. Und da geht einer über die Suche auf seinen Kanal. Weißt du etwa deine Kanal-URL nicht? Ich will nicht eingehen. Über englische Tastatur. Och, ist doch nur Y und Z vertauscht. Ich hab die Nacht neu gemacht. Schick? Ja, ich brauche mal ein neues Kanalbanner. Im Moment als Kanal-Trailer habe ich meinen Berlin by Night-Blog drin. Meine Fotoserie. Und wie gesagt, Basti, ich erwarte, dass du hier deine Vlogs drehst. Und mich auch mal mitnimmst. Wie organisiere ich einen Dreh von der Idee bis, ja, in dem Fall, bis zum Upload?